Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von Defma Models. Willkommen zu diesem Kanal-Update-Video. Ja, es geht heute einmal um den XXL-Stream nächste Woche. Also heute zum Zeitpunkt des Drehs ist es genau heute in einer Woche. Nämlich um 18 Uhr. Solltet ihr euch auf jeden Fall vormerken, wenn ihr da noch nichts vorhabt. Am besten dafür den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und die Glocke aktivieren, dann seht ihr das direkt, wenn das Ding losgeht. Zum anderen geht es natürlich um eins der Projekte, die Hachette rausgebracht hat, geht es dann natürlich auch im Stream, aber welches, das verrate ich noch nicht, das soll ein kleines Geheimnis bleiben, also eine kleine Überraschung. Im Ende ist es natürlich nur 50-50, um was es sich handeln könnte, denn die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, beziehungsweise vielleicht sogar schon am Kiosk oder auf der Webseite von Hachette gesehen. Es gibt einmal den Route Master, den London Bus, diesen roten Doppelstockbus. Den gibt es neu, jetzt ab dieser Woche. Allerdings nur als Abo zum Bestellen, nicht im Kiosk. Und dann gibt es noch den Königstiger, den Panzer. Den könnt ihr allerdings bestellen, aber auch am Kiosk kaufen oder an der Tankstelle oder wo auch immer ihr eure Ausgaben herbezieht. Und zum Panzer kann ich nachher gleich noch so einen kleinen Clip einspielen. Da seht ihr mal so das Ding in Action. Ich habe da einen Clip zur Verfügung gestellt bekommen, den ich euch zeigen kann. Das machen wir dann gleich nacheinander. Ich würde gerade noch kurz ein paar Worte loslassen. Denn hier auf dem Kanal wird es jetzt in den nächsten 3 Wochen ein bisschen ruhiger. Liegt zum einen dran, dass ich jetzt, also heute zum Zeitpunkt des Drehs, genau nächste Woche, wenn der Stream ist, für 5 Tage im Urlaub bin. Dann gehe ich eine Woche arbeiten und dann, nee, nicht mal fünf, oder? Doch, eine Woche gehe ich arbeiten und dann bin ich schon wieder im Urlaub für 2 Wochen. Dann bin ich nämlich in Italien. Und auf jeden Fall wird es in diesem Zeitraum entsprechend weniger Videos geben. Ich versuche so viel zu vorzubereiten und die Videos für das, was ich bis zu diesen Zeitpunkten fertig kriege, dann natürlich ein bisschen gleichmäßig auf die ganze Urlaubsphase ein bisschen zu verschieben, dass es da gleichmäßig Content dann für euch zum Gucken gibt. Ne? Nicht, dass er da jetzt fünf Tage hintereinander ein Video kriegt und dann kriegt er 2 Wochen nichts. Also das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. So, ich würde sagen, ich spiele jetzt kurz den Clip vom Königstiger ein und dann verliere ich noch ein paar Worte nachher. Wir bringen den Modellbau in Bewegung. Baue ein detailgetreues RC-Modell des legendären Königstigers. Turmkamera, Farbdisplay-Fernsteuerung, einfach beeindruckend. Präzise gefertigte Baugruppen, die sich zu einem einzigartigen Sammlerstück zusammenfügen. Von Turm bis 360-Grad-Drehung, von Motorabgasen bis Kanonensteuerung. Woche für Woche Geschichte, Technik, Bauanleitungen. Der Königstiger. Jetzt online bestellen und sich diese hochwertigen Geschenke sichern. Nur hier auf königstiger-bauen.de. Und, gefällt's euch? Wenn ja, dann geht doch gerne auf die Website von Hachette und da könnt ihr euch das ganze Ding nochmal einzeln angucken. Ja, also ihr könnt auch die Bauanleitung der ersten 4 Ausgaben schon anschauen. Ihr könnt euch so ein bisschen vorab angucken, wie viele Ausgaben gibt es, was kostet der ganze Spaß. Und dann könnt ihr euch den Clip bzw. alles nochmal in Ruhe anschauen. Dritte Sache, die ich noch loswerden wollte. Ich wollte es aber nicht am Anfang bringen, weil die meisten schalten nach ein paar Minuten schon ab und dann wäre der Clip verloren gegangen. Durch das ich ja jetzt so in den nächsten 2 bis 3 Wochen immer so peu à peu mit meiner Liebsten in ihre Wohnung umziehe, wird es da natürlich jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich in allen Ecken des Bildes irgendwo immer leerer. Also nicht, dass ihr euch da wundert, dass ich irgendwann vor einer nackigen Wand sitze. Und also das ist halt so, ne? Man tut halt immer so ein peu à peu ein bisschen was in die andere Wohnung bringen. Ich meine, ich habe ja jetzt schon einen kleinen LKW, einen kleinen Bus. Da passt eine Menge rein. Aber nichtsdestotrotz, alles kriegt man halt nicht mit einmal weg.
Auf jeden Fall haben wir vor, für die kommende Video-Hintergrundleinwand ein richtig geiles Setup zu bauen. Da müssen wir uns allerdings noch überlegen, wie wir es von der Räumlichkeit meines künftigen Bastelraums aufteilen. Auf jeden Fall könnt ihr euch da auf ein paar atmosphärische Lichter freuen und also ein bisschen Hintergrundbeleuchtung und so. Also es wird, ich stelle mal das richtig cool vor, auch so ein bisschen mit ein paar Grünpflanzen drin. Also jetzt nicht nur die eine Palme da hinten, sondern ein bisschen mehr Deko, Art Dekor. also das wird eine richtig geile Sache und infolgedessen wünsche ich mir natürlich ein bisschen Unterstützung. Sei es von euch mit irgendwelchen Vorschlägen, was man zum Beispiel in der neuen Leinwand oder in der neuen Hintergrund-Setup für Modelle hinstellen kann, wie man oder was habt ihr für Ideen, was könnte man zum Beispiel im Hintergrund dekorieren oder wie auch immer. Also ich möchte jetzt nicht mehr das große Banner, was ich mal hier hinten hatte, das möchte ich nicht mehr hinten hinhängen, das liegt einfach nur zusammengefaltet im Schrank und geht immer auf die Messe mit. Zum anderen natürlich der Schritt jetzt langsam, also jetzt zum Zeitpunkt des Drehs sind wir, glaube ich, 4 oder 5 Abonnenten vor der 6000, also gibt da nochmal richtig Gas und unterstützt den Kanal ja fleißig mit, kostet ja nichts das Abo, ne? Und wenn ihr mich natürlich richtig unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich mit der Kanalmitgliedschaft tun, beziehungsweise über das Affiliate-Programm von Amazon unten in der Videobeschreibung. Ja, das waren auf jeden Fall ein paar Worte, die ich loswerden wollte. Sonst fällt mir jetzt aktuell gerade nichts ein. Sollte sich da nochmal was ändern, kann ich das auf jeden Fall immer über nochmal zwischendurch in einem Stream oder so erwähnen. Apropos Stream, der XXL-Stream nächste Woche mit Hachette läuft so ab, dass wir auf einmal auf meinem Kanal senden und gleichzeitig aber auch auf den Kanal von Hachette senden. Ja, gleichermaßen könnt ihr natürlich auch gerne mal auf der neuen Facebook-Seite von Hachette Model Builder vorbeischauen. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung rein, könnt ihr gerne einen kostenlosen Gefällt mir dalassen. Die Jungs und Mädels freuen sich da sehr, wenn die Community immer wächst. Und apropos Community, die Website oder die Facebook-Gruppe oder Facebook-Seite eigentlich mehr von Hachette Model Builder ist mehr darauf hinausgelegt, mit der Community Inhalte zu teilen bzw. zusammenzuarbeiten. Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ne? Jetzt Werbung vorbei. Nein, Spaß. Soll ich euch mal was zeigen? Das Video mache ich nachher noch. Ich habe ein Motorteil von Bugatti bekommen, Ausgabe 27. Ein Metallteil. Ist fast wie ein Sechser im Lotto bei der Mutter. Also, in dem Sinne, mir fällt jetzt aktuell nichts mehr ein. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, ruhige Woche, schönes Wochenende und dann hoffentlich frohes Einschalten. Wir wollen mindestens 50 bis 60 Zuschauer im Stream haben. Also teilt das Event auf jeden Fall fleißig vorab. Ja. Der Stream ist online, also ihr könnt ihn jederzeit teilen. Unterstützt uns da auf jeden Fall, dass das Ding viral durch die Decke geht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und ich bin jetzt erstmal raus, sag danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.